liebe Freunde, Klaus Lothar Bebber. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Meinen Namen habt ihr schon gehört, viele werden mich kennen. Ich bin seit 25 Jahren Innungs-Obermeister der Kraftfahrzeuginnung. Ich muss allerdings vorneweg schicken, ich fühle mich heute in dieser angeblich besten Demokratie und besten Deutschland aller Zeiten so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit vor 89, wenn hier heute gesagt wird, wir begrüßen die Kollegen vom Bundesnachrichten- und Verfassungsschutz, ist egal wie sie heißen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ich bin Karnevalist, da hat der Karnevalspräsident, der ist leider schon tot, nennt noch keinen Namen, der unten gesagt, zu Beginn der Karnevalssitzung im Saal, und ich begrüße die Genossen aus der Parkstraße, da brauche ich ja nichts mehr aufzuschreiben, ihr schreibt ja alles für mich mit, was ich gesagt habe. Wer das noch kennt, ich sehe, ihr seid alles ergraute Kollegen und Bürger, ich vermisse leider die Jugend, aber wer das nicht weiß, in der Parkstraße, das damals das Ministerium für Staatssicherheit. Die haben alles mitgeschrieben. So ist es heute fast wieder, denke ich mir. Ja, aber jetzt zurück zu meiner Branche. So liegt es also in der Natur der Dinge, dass wir natürlich die Entwicklung unserer Automobilindustrie auch verfolgen, zumal deutsche Autohersteller immer weiter abgehängt werden. Die Autoindustrie und die damit ihr verbundene Zulieferer sind das starke oder waren das starke Rückgrat unserer Wirtschaft. Nun hat aber das EU-Parlament für 2035 den Tod der Verbrennungsmotoren beschlossen. Nikolaus Otto und Rudolf Diesel haben vor ca. 150 Jahren mit ihren genialen Erfindungen den Grundstein für Mobilität und für Wohlstand gelegt. Wir brauchen alle und wir nutzen alle jeden Tag unser Auto. Das ist den Deutschen wohl in die Wiege gelegt worden. Doch solche Beschlüsse sind rein politische Vorgaben und haben mit der Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Weder die Verbraucher, wir, noch die Industrie wollen das. Es wird eine Wirtschaft vorsätzlich unter dem Deckmantel des Umweltschutzes demontiert. Hinzu kommen unsinnige Sanktionen, die uns am meisten treffen. Mit uns meine ich unsere Menschen, nicht diejenigen, die diese beschlossen haben. Wir erhielten bis jetzt keine Antwort auf diese Fragen. Was erwartet uns denn, wenn die Wirtschaften der EU zusammenbrechen, in einen selbstverschuldeten Strudel aus hoher Inflation, Energie- und Rohstoffknappheit, zerbrochenen Lieferketten, massiven privaten und staatlichen Verschuldungen? Wir haben nicht Angst vor Wohlstandsverlust. Wir haben massiven Wohlstandsverlust. Lest doch jeden Tag die Zeitung, wo überall das Geld fehlt. Dafür haben wir doch nicht gearbeitet und gekämpft. Im Endeffekt zahlen deutsche Unternehmen und die deutschen Bürger jetzt und in Zukunft den Preis für diese Sanktionen, die allesamt verpufft sind. Wir haben es in unserem Obermeisterbrief vom 14. Juli 2022 der Regierung klar gesagt. Wenn sehr viele Länder sich nicht an die Sanktionen halten, wenn die Tür aus Russland-Sicht nach Europa zugeht, dann öffnet sich die Tür in Richtung China, Türkei und der wachsenden Zahl der neu entstehenden Weltordnung der BRICS-Staaten. BRICS-Staaten, ihr wisst alles, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und wie gesagt, es sind ja noch, kommen noch viele dazu. Problematisch für die deutsche Wirtschaft sind vor allem die von uns abgesagten Gas- und Öllieferungen aus Russland in Direktbezug. Der Bezug über Drittländer bzw. aus der USA führt zu einer umgehenden Preisexplosion auf dem Energiemarkt und belastet alle Bereiche der Wirtschaft, vor allem die mit hohem Energiebedarf.
wie die Glas-, Metall-, Gießereiindustrie und die Bäckereien zum Beispiel. Stattdessen lobt sich unser Wirtschaftsminister selbst, indem er sagt, wir haben die Energiekrise handbar gemacht. Aber ohne das Wort handbar wäre es die Wahrheit. Wir haben die Energiekrise gemacht. Und der Kanzler der Vergesslichkeit hat ja angekündigt, dass gestützte Preise für Einzelne dann natürlich von allen getragen werden müssen. Das heißt, dort, wo die Industrie Subventionen kriegt für Energie, zahlen wir als Bürger das alles mit. Wenigstens das glaube ich dem Kanzler der Vergesslichkeit. Auch wird der Wirtschaftsminister nicht müde zu betonen, dass ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei. Wir als real denkende Handwerker halten das Licht am Ende des Tunnels jeder für einen entgegenkommenden Zug. In seiner Märchenwelt gibt es offensichtlich Wohlstand ohne bezahlbare Energie. In Wirklichkeit reden wir über eine Rechnung, die vorne und hinten nicht aufgeht. Hier noch einmal das Beispiel mit Piesteritz, dem größten Gasverbraucher Deutschlands. Der größte Ammoniak- und Harnstoffhersteller Deutschlands verbraucht so viel Gas, aber als Rohstoff, nicht als Energie. Als Rohstoff wie Bremen und das Saarland zusammen. Im Herbst 2022, also voriges Jahr, musste die Produktion teilweise eingestellt werden. Doch das Unternehmen hat noch ein weiteres Problem. Das sind die Rekordimporte von russischem Harnstoff. Und für das SKW ist nicht nachvollziehbar, warum sie sich von russischem Gas in Gasform lösen sollen, wenn wir russischen Harnstoff importieren, der auch nur Gas in anderer Form ist, und zwar zu Billigpreisen. Ja, also, wem nützen denn nun und wem schaden denn nun die Sanktionen? Ich möchte hier nochmal ein Bild zeichnen. Ich statte doch nicht meinen Haupteingang für meine Wohnung mit Sicherheitstechnik aus und lasse meinen Hintereingang sperrangelweit offen. So ein Unsinn kann es doch nur in dieser Bananenregierung geben. Aber zurück zu meiner Fahrzeugbranche. China ist seit 2009 der größte Autohersteller der Welt. Die deutsche Autoindustrie hinkt hinterher. Und hier komme ich auf das Thema Bildung zu sprechen. Wir müssen auf gute Bildung und Ausbildung setzen, sonst verlieren wir immer mehr den Anschluss. Wir sind schon mitten im Strudel nach unten. Allein der chinesische Autohersteller Geely hat ein zielgerichtetes Bildungssystem mit jährlich 10.000 Absolventen aufgebaut. Jährlich 10.000 ausgebildete Fachleute. Darüber sollte sich die Bundesregierung mal nachdenken und angesichts der hohen Zahl von Schülern ohne Schulabschluss und Ausbildungsabbrechern Gedanken machen. Natürlich kostet Bildung Geld. Gerade habe ich erfahren, dass die Praktikumsprämie für die Schüler nicht mehr gewährt wird. Das Geld ist alle. Es ist eine Schande. Nun hatten wir mal eine Möglichkeit, Schülern aus der Schule mal den Einblick in die Produktion, auch in das Handwerk zu zeigen. Dafür gab es einen finanziellen Anreiz, 140 Euro. Leider ist das Geld alle. Na klar ist das alle, weil wir Waffen verkaufen oder kaufen müssen. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Unsere Regierung gibt es nur nicht für die aus, für die sie laut Grundgesetz einen Wahleid geleistet haben. Stattdessen verteilen diese sogenannten Volksvertreter unser Geld in der gesamten Welt. Vor allem auch zum Krieg führen. Auch der Verteidigungsminister Pistorius
will uns für den Krieg ertüchtigen. Das hatten wir schon mehrmals in Deutschland und es endete zweimal im Desaster. Von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Das war der Schwur nach 45. Diplomatie und Frieden sind gefragt. Aber dazu fehlt es dieser Regierung an Kompetenz, Willen und vor allen Dingen an Verstand. Sie können diese Herausforderung nicht lösen. Die Ampel hat versagt. Die Ampel hat versagt. Es braucht eine neue Regierung. Vielen Dank für euer Gehör.